Ja, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Mein Name ist Andreas Weiß und ich begrüße Sie ganz herzlich im Namen von CapTrader bzw. FXFET zu dem heutigen Webinar, was wir gemeinsam diesmal zu dritt durchführen, gemeinsam mit Mario Lüdemann und auch mit Nelson Cardoso Neto, ein Kollege von FXFET, den Sie ja auch schon kennen aus den anderen Webinaren. Und ja, wir werden heute zu dem Thema erfolgreich CFDs handeln, Ihnen einige Dinge zeigen, welche Möglichkeiten Sie haben bei FXFET bzw. bei CapTrader, und danach gehen wir dann auch rüber zu Mario, der dann auch das Thema weiter fortführen wird. Ja, zu Beginn einfach mal kurz die Frage an Sie, ob Sie mich überhaupt verstehen können, ob der Ton soweit in Ordnung ist. Vielleicht können Sie mir da über die Chatfunktion ein kurzes Feedback geben, dass von der Technik her soweit alles klappt. Ja, vielen Dank dafür. Also es scheint wunderbar zu klappen. Bild und Ton sind super. Ja, danke für das Feedback. Diese Chatfunktion können Sie natürlich auch im Laufe des Webinars nutzen und dann dort Ihre Fragen an uns richten. Wir sind immer sehr froh, wenn viele Fragen kommen, weil das dann das Webinar natürlich wesentlich interaktiver gestaltet und ja, wir natürlich dann auch auf Ihre Bedürfnisse eingehen können. Das hat ja den Vorteil dieses Live-Charakters. Und ja, deswegen sollten Sie diese Möglichkeit, sich mit uns auszutauschen, natürlich auch gerne nutzen. Ja, zu Beginn vielleicht nochmal ganz kurz Unterschiede FXFET, CapTrader. Zu FXFET wird gleich Nelson noch ein bisschen was sagen. Ich werde jetzt den Part für CapTrader übernehmen und wechsle jetzt auch gerade zu der Homepage von CapTrader. CFDs erfolgreich handeln ist das Thema. Ja, CFDs können Sie auch bei CapTrader handeln. Ja, Sie können bei CapTrader im Prinzip alle Produkte handeln, die handelbar sind, ja, um es mal so grob zu sagen. Das heißt, Sie können an über 100 Börsen Die Stummschaltung ist aktiviert. Aktien handeln, Sie können Futures handeln, Sie können Optionen handeln, Sie können ETFs handeln, im Prinzip alles. Zertifikate, Sie können alles handeln, was an der Börse handelbar ist. Ja, das finden Sie bei uns auf der Homepage hier unter Produkte. Sie finden die Börsenplätze, Sie finden die einzelnen Wertpapiere und alles, was das Thema betrifft. Aber zusätzlich zu den börsengehandelten Produkten bieten wir halt auch den Handel mit CFDs und mit Forex an. Da schwerpunktmäßig auf den Handel mit Index-CFDs und den Handel mit Aktien-CFDs. Bei FXFET, das werden wir gleich noch näher ausführen, ist die Angebotspalette als reiner CFD-Broker natürlich wesentlich größer und umfasst dann auch Rohstoff-CFDs bzw. CFDs auf Zinsderivate wie zum Beispiel ein Bund-Future. Diese Produktpalette ist dann natürlich wesentlich größer. Ja, welche Plattform gibt es bei uns? Da werden wir gleich auch noch paar Sachen zeigen, oder Mario wird das, denke ich mal, auch noch zeigen. Die Haupthandelsplattform ist die Trader Workstation oder halt auch der Agena Trader. Über beide Plattformen können Sie handeln, beziehungsweise wenn Sie den Agena Trader nutzen, ist der ja an der Trader Workstation angeschlossen. Das heißt, Sie handeln im Prinzip über den Agena Trader und dann werden die Trades über die TWS ausgeführt, weil die beiden Plattformen miteinander verbunden sind über die API-Schnittstelle. Genau, es kam gerade eine Frage noch, ob das Webinar aufgezeichnet wird, und ja, das wurde über den Chat ja schon beantwortet. Es wird aufgezeichnet. Wir haben ja viele Webinare auch in der Vergangenheit schon aufgezeichnet und die finden Sie dann bei uns im Videoarchiv. Kann ich Ihnen auch noch mal ganz kurz zeigen. Unter Training, Videos, jetzt hier in dem Fall auf der CapTrader-Seite oder analog auch bei FXFET, finden Sie hier die Übersicht. Das heißt, wir haben ja verschiedene Kategorien, verschiedene Themengebiete oder auch verschiedene Referenten, und Mario Lüdemann ist hier unten links auch in diesem Kästchen zu finden. Wir hatten ja schon in der Vergangenheit einige Webinare auch schwerpunktmäßig zum Thema Markttechnik, und ja, da finden Sie auch die Aufzeichnungen hier der letzten drei Webinare. Aber Sie finden natürlich auch die Videos alle bei uns im YouTube-Channel, ja, sowohl bei FXFET als auch bei CapTrader.
Wir weisen natürlich auch bei Facebook oder Twitter oder so immer wieder auch auf diese Videos hin oder auf die Aufzeichnung. Es gibt schon mal das eine oder andere Webinar, was Sie nur als Kunde sehen können, beziehungsweise die eine oder andere Aufzeichnung, die Sie auch nur als Kunde sehen können. Dann finden Sie diese exklusive Aufzeichnung bei uns im Kundenbereich in der Academy, in der Trading Academy, die Sie hier auf der CapTrader-Seite finden. Das ist sozusagen ein Bonus für unsere Live-Kunden, die dann hier exklusiven Zugang zu haben, wenn sie sich hier registriert haben, zu verschiedenen Inhalten sozusagen, unter anderem halt auch zu einem exklusiven Videobereich und auch zu Unterlagen zu den Webinaren. Ja, ich hatte es gesagt, wie gesagt, der Schwerpunkt ist CFD-Handel. Die Konditionen finden Sie auch bei uns auf der Homepage. Das heißt, wenn Sie CFDs handeln möchten, dann zahlen Sie bei den Index-CFDs bei uns eine geringe Kommission pro Trade. Und zwar ein Minimum von 2 Euro beispielsweise bei dem DAX, beim Deutschland 30 CFD. Und ja, die anderen Indizes sind hier aufgeführt. Das heißt, Sie sehen hier den Dow Jones im Prinzip, den S&P 500, den Nasdaq. Also alle möglichen Indizes oder die wichtigsten Indizes sind bei uns auch handelbar hier bei CapTrader. Ja, eine Beispielrechnung ist hier auch aufgeführt, Finanzierungskosten und so weiter. Bei Aktien-CFDs ist es ein bisschen anders. Das heißt, Sie können im Prinzip auch auf sehr, sehr viele Aktien-CFDs handeln bei CapTrader. Das heißt, allein beim amerikanischen Markt sind es einige tausend Aktien-CFDs, die verfügbar sind, die Sie halt sowohl über die Trader Workstation als auch über den Agena Trader bei uns handeln können, zu sehr, sehr günstigen Konditionen. Also die Konditionen sind zum Beispiel bei US-Aktien hier nur 1 Cent pro CFD bei einem Minimum von 2 Dollar. Das heißt, wenn Sie jetzt 300 Aktien kaufen möchten, beispielsweise von Apple, was ja einen Gegenwert hat, wenn Apple bei 100 Dollar steht, ungefähr dann von 30.000 Dollar, dann zahlen Sie nur 3 Dollar an Gebühren für diesen Trade. Ja, wenn Sie 300 Aktien kaufen oder wenn Sie 300 Aktien-CFDs kaufen, da sind die Gebühren gleich. Ja, also hier finden Sie, wie gesagt, die Gebühren für den Handel mit Aktien-CFDs. Ja, und bei europäischen Aktien 0,1%, ein Minimum von 4 Euro, also auch analog zu den Aktien. Also hier, da ist die Gebührenstruktur bei CFDs und bei den Basiswerten bei den Aktien genau gleich. Aber wie gesagt, wenn Sie den Agena Trader nutzen und dort die Kurslisten haben vom S&P 500, vom Dow Jones, vom Nasdaq 100 oder ähnliches, alle diese Aktien können Sie auch in Form von CFDs bei uns handeln. Ja, es kommen schon ein paar Fragen rein und zwar, wie gesagt, auf die Mindestgebühren und bin ich jetzt gerade schon eingegangen, denke ich. Und ja, wie gesagt, für kleine Konten sind die Mindestgebühren doch recht hoch. Ja, es kommt drauf an. Also, wie gesagt, wenn Sie jetzt auch mit einem kleinen Konto können Sie ja 100, 200, 300 Aktien oder Aktien-CFDs kaufen und zahlen dann nur 2, 3 Dollar an Gebühren. Ja, das sollte eigentlich nicht so ins Gewicht fallen, denke ich. Gut, gibt es CFDs auf dem Bund Future? Ja, gibt es. Wurde auch schon beantwortet von Nelson. Bei FXZ können Sie den Bund als CFD handeln. Und dann eine weitere Frage, der Agena Trader hat eine Ähnlichkeit mit Ninja. Genau, also wir werden gleich den Agena Trader auch noch zeigen. Oder ich hole ihn mal ganz kurz auch nochmal hier ins Bild. Ja, dann sehen Sie, wie der aussieht. Also ich meine, auf die Funktion will ich jetzt nicht im Detail eingehen, aber der wird gleich noch gezeigt, denke ich, von Mario. Es gibt mit Sicherheit Ähnlichkeiten, aber hier die Möglichkeiten im Agena Trader sind halt wesentlich größer. Man hat viel mehr Möglichkeiten, eigene Handelsstrategien dort zu programmieren, eigene Conditions umzusetzen und dann natürlich hier auch halbautomatisch zu handeln.
sehr, sehr komfortable Trading-Software. Gut, also das soll es jetzt erstmal auch von meiner Seite gewesen sein, bezogen auf CapTrader. Wie gesagt, ich begleite noch das Webinar und wenn noch Fragen kommen, wie gesagt, nutzen Sie die Chatmöglichkeit, dann werde ich auch dann diese Fragen mit nachher aufgreifen. Ja, ein Hinweis, schade, dass es keine Rohstoff-CFDs bei CapTrader gibt. Ja, ist wirklich schade. Also wir hoffen, dass die demnächst noch kommen. Aber wie gesagt, es gibt sie ja bei FXZ und vielleicht oder nicht. Es wird demnächst auch möglich sein, bei FXZ über einen Agena Trader zu handeln. Und ja, wenn Sie sowohl bei FXZ als auch bei CapTrader ein Konto haben, dann können Sie beides über eine Plattform laufen lassen. Gut, das war's von meiner Seite. Nelson, ich denke, du hörst mich auch. Oder ich hoffe, dass du mich Die Stummschaltung ist aufgehoben. Ja. schalten, dass du noch ein paar Sachen zu FXZ sagen kannst und ja, gebe dann damit zu dir rüber. Okay, hört man mich bereits schon? Ich höre dich sehr gut. Ich glaube, ich muss nur noch dich als Moderator ernennen. Ja. Moment, da sind jetzt. Das So. müsste eigentlich jetzt passen. Okay. So, sieht man jetzt die FXLED-Webseite? Ja, also ich kann sie sehen, ist alles wunderbar. Ja, perfekt. Dann von meiner Seite aus natürlich auch nochmal einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu diesem Webinar heute und natürlich auch zum Start der Webinarreihe. Das wird ja drei Teile geben mit Mario Lüdemann. Also, falls Sie sich noch nicht für Teil 2 und Teil 3 angemeldet haben, können Sie das natürlich noch entsprechend nachholen. Ja, ich wurde ja schon von Andreas schon vorgestellt. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto, arbeite bei FXFlat und werde natürlich jetzt ganz kurz noch was zu den zu dem CFD-Handel bei FXFlat was sagen. Andreas hat natürlich schon sehr vieles gesagt, allgemeine Dinge. Und heute soll es darum gehen, dass wir Ihnen natürlich beide Welten, also CapTrader und CFDs und FXFlat kurz vorstellen, wo Sie da die Unterschiede haben bei den Konditionen etc. Und auch bei den Plattformen werden wir heute den Fokus legen auf den MetaTrader 4. Sie haben aber bei FXFlat natürlich noch andere Plattformen, die Sie nutzen können für Ihr Trading. Und unter Konto eröffnen, Konditionen, haben Sie dann einen Überblick letztendlich, wo die Unterschiede sind zwischen den einzelnen Kontomodellen. Und wie gesagt, heute werden wir hier das Kontomodell Deutschland vorstellen mit dem MetaTrader. Hier haben Sie eine Liste mit den Produkten, die wir anbieten. Auch hier kommen Sie entsprechend zu den Konditionen. Was hier natürlich hervorhebt, sind die Konditionen für die Aktien-CFDs. Sie sehen, Sie bezahlen hier für den Kauf 0,09%. Der Verkauf ist wiederum kostenfrei und Sie haben keine Mindestgebühr bei uns. Was natürlich das Ganze sehr attraktiv macht. Das heißt, wenn Sie tatsächlich nur eine Aktie-CFD handeln möchten, dann bezahlen Sie auch nur für eine Aktien-CFD. Und hier nochmal auch die Konditionen für die Aktien-CFDs in den USA. Ja, schauen Sie sich diese Seite Konditionen dann gründlich nochmal an. Ich werde den Link gleich in den Chat kopieren und wie gesagt, wir werden dann entsprechend die Plattform dann alle vorstellen. Der Mario wird dann gleich mit dem Agena Trader anfangen und Andreas und ich werden dann entsprechend die TWS bzw. MetaTrader 4 dann zeigen, wo Sie da die CFDs finden und entsprechend alles einrichten können, um den Handel dann durchzuführen. Und nochmal auf die Frage zurückzukommen bezüglich kleine Konten. Also wenn Sie natürlich am Anfang wenig Kapital haben, dann bietet sich an, ein Konto bei FXLED entsprechend zu eröffnen, aufgrund der Konditionen.
Und dann ist es natürlich letztendlich dann gut, wenn Sie sich dann hochtraden und dann entsprechend mehr Kapital haben, dann können Sie immer noch, wenn Sie mögen, und weitere oder eine breitere Palette traden möchten an CFDs, dann entsprechend auch ein Konto bei CapTrader eröffnen. Und wenn es dann soweit ist, wenn wir dann den Agina Trader auch bei FX Flat haben, dann haben Sie dann entsprechend nur eine Plattform mit zwei verschiedenen Broker. Ja, ich denke, das gibt es so in der Form noch nicht. Ne? Also, Andreas und ich, wir sind natürlich dabei. Wir werden die Fragen im Chat beantworten. Eventuell, wenn das eine gute Frage ist für die Allgemeinheit, dann könnten wir vielleicht auch kurz einspringen und die Frage dann auch direkt an Mario weitergeben. Und ja, wie gesagt, wenn irgendwas ist, dann stellen Sie die Frage in den Chat. Und ich würde sagen, wir übergeben das jetzt auch an den Mario. So. Jetzt muss ich den nur noch finden. Andreas, vielleicht könntest du, wenn du ihn schon siehst, ihn auch kurz freischalten. Ja, klar, mache ich. Ich denke, man kann mich jetzt auch hören. Ich möchte nur ganz kurz noch eins ergänzen, weil jetzt gerade die Frage kam, wie FX Flat und CapTrader zusammengehören. Es ist so, dass also unser Unternehmen heißt FX Flat Wertpapierhandelsbank. Ja, und haben dort unter diesem Dach der Wertpapierhandelsbank haben wir im Prinzip drei Bereiche. Einmal den Bereich FX Flat, wo Sie Forex und CFDs traden können. Dann die Marke CapTrader. Ja, wo wir als Broker den Börsenhandel, ich sag mal, grob zusammengefasst anbieten und dann noch unsere Vermögensverwaltung HKK Invest. Ja, das heißt, diese drei Bestandteile sind unter dem Dach der FX Flat Wertpapierhandelsbank zusammengefasst. Das heißt, CapTrader gehört zur FX Flat Wertpapierhandelsbank. Ja. Die Konten bei CapTrader sind aber andere Konten als die Konten bei FX Flat. Ja, das muss man natürlich wissen. Also, es ist jetzt nicht alles auf einem Konto. Aber Sie können demnächst, wie schon gesagt wurde, dann wenn Sie zwei Konten haben, das FX Flat Konto und das CapTrader Konto, beide Konten mit zum Beispiel Agina Trader verbinden und dann über diese eine Software Agina Trader handeln. Ja, und die Frage zur Einlagensicherung, ja, da finden Sie auch Informationen bei uns auf der Homepage, wo Sie sich das in Ruhe alles durchlesen können. Gut, das war es jetzt nochmal ganz kurz zu meiner Seite, von meiner Seite, und ich gebe dann weiter an Mario. Den Bildschirm sieht man ja schon und wünsche Ihnen viel Spaß bei dem Webinar. Ja, hallo zusammen. Hier ist mein Name ist Mario Lüttemann. Der ein oder andere wird mich ja sicherlich schon kennen. Ich heiße ja auch alle recht herzlich willkommen zum heutigen Webinar Erfolgreich CFDs handeln. Vielleicht ein paar Worte zu mir für alle die mich noch nicht kennen. Also ich handle seit 1996, davon seit 98 als privater Börsenhändler oder Daytrader. Das heißt, seit diesem Tag lebe ich vom Daytrading. Ich habe in dieser Zeit gut 40.000 Trades gemacht. Also wenn man das runterbricht, dann sind es pro Jahr über 2.000 Trades oder auf den Tag, wenn man es runterrechnet, über 10 Trades im Durchschnitt. Das ist schon eine relativ hohe Handelsfrequenz. Ich habe sehr viel im Intraday-Handel gearbeitet und mache heute so ungefähr 50% im mittelfristigen Bereich, sprich auf Tag und Stunde, und die andere Hälfte im Intraday-Bereich. Ich bin ausgebildeter, lösungsorientierter Trading Coach und systemischer Berater seit 3 Jahren und habe noch eine Facebook-Gruppe Markttechnik erfolgreich handeln, wo ich regelmäßig meinen Wochenausblick vorstelle und Lehrvideos zur Verfügung stelle. Ich möchte auch gar nicht weiter viel dazu erzählen zu mir. Wer mehr Interesse hat, von mir zu erfahren, auf meiner Website finden Sie alles über meinen Werdegang. Ich wollte die Zeit hier gerne nutzen, um ein bisschen darauf einzugehen, was wir in den nächsten Wochen machen möchten. Der Andreas Weiß hat es ja vorhin schon gesagt, es wird also eine dreiteilige Serie geben, wo es zusätzlich auch noch auf den Investment- und Business Days am Wochenende einen zweistündigen Vortrag auch zu diesem Thema geben wird. Komme ich auch gleich nochmal drauf, also erfolgreich CFDs handeln. Was sind eigentlich die Besonderheiten von CFDs?
was gilt es zu beachten beim Handel mit diesem Produkt und für wen sind CFDs eigentlich geeignet. Wir haben ja vorhin schon das eine oder andere gehört, wenn man kleine Kunden hat, ist es auf jeden Fall von Vorteil, mit CFDs umzugehen. Darauf werden wir also noch genauer in den nächsten Webinaren eingehen. Vor allen Dingen, was aus meiner Sicht wichtig ist, ist, welche Vorteile bringen uns überhaupt als Trader, als Händler CFDs, und natürlich müssen wir als Händler auch wissen, wo gibt es vielleicht Nachteile. Und dann ist natürlich die Frage, ist es überhaupt möglich, mit einem kleinen Konto mit CFDs profitabel zu handeln und vor allen Dingen womöglich auch noch eine Outperformance gegenüber den Indizes zu erreichen. Und damit möchte ich vielleicht einfach anfangen. Ist eine Outperformance möglich? Und ich sage ganz klar, ja. Wir haben im Herbst letzten Jahres dazu ein Projekt gestartet. Das ist entstanden auf den Investment und Business Days letztes Jahr im September. Da hatte ich zwei Vorträge gehalten, unter anderem eben auch kleines Konto Großtraden, und die Nachfrage war wirklich extrem hoch. Ich habe sehr, sehr viele Mails im Nachgang bekommen von Kunden eben mit kleinen Konten, die zum Teil Aktien getradet haben, Indizes, CFDs, und dann kam einfach die Frage, ob wir nicht mal in dem Bereich eine Webinar-Reihe machen könnten, um mal zu zeigen, wie man das Ganze machen kann, und zwar nicht nur in der Theorie, sondern auch im praktischen Bereich. Das heißt, ich bin da einfach hingegangen, habe ein Live-Konto gemacht, mit 5.000 Euro kapitalisiert, und das Ziel war es jetzt einfach, möglichst in dieser Zeit eine hohe Performance zu erreichen, mindestens 20% ohne Hebel. Das heißt also, wenn man CFDs handelt, wäre das Ganze sogar noch natürlich zu toppen gewesen, wenn man hier mit einem Hebel arbeitet. Ich habe das Ganze ohne Hebel in dieser Zeit gemacht, weil ich einfach zeigen wollte, dass es auch funktioniert, wenn man ohne Hebel das Ganze angeht. Ich habe hier jetzt einfach mal einen Auszug aus unserem Trading Journal. Wir haben damit, wie gesagt, im Herbst letzten Jahres angefangen, und jetzt nach 4,5 Monaten, da waren die 10 Sessions vorbei gewesen, haben wir in 4,5 Monaten eine Performance ohne Hebel von 15% erreicht. Wenn man das Ganze auf ein Jahr hochrechnet, können Sie vielleicht selbst machen. Das sollte man natürlich im Trading nicht, man kann nicht immer Gewinne in die Zukunft duplizieren, aber wenn man das macht, dann sieht man schon, dass man auf eine Performance von 30-40% kommt. Also dieses Ziel, mindestens 20% ohne Hebel zu erreichen, ist auf jeden Fall sehr realistisch, und man sieht es ohne Intraday-Trades hier groß rein und raus, sondern wirklich ganz klar mit einem guten Screening hier vorgegangen, hohe Trefferquoten realisiert von über 70% im Trading. Also das Ganze ist machbar. Wichtig ist, dass man halt einen guten Handelsplan hat, und wir haben halt hier die Trades vorgestellt und auch gezeigt, wie man das Ganze machen kann. Was ist halt wichtig, wenn man erfolgreich mit CFDs handeln möchte? Man braucht natürlich einen guten Handelsplan. Das kann nachdem, was man für eine Strategie anwenden möchte. Ich selber verwende seit gut 10 Jahren einen markttechnischen Handelsansatz. Der kommt ja aus der Dow-Theorie, wie sicherlich der ein oder andere von Ihnen weiß. Michael Vogt hat so ein bisschen diesen Begriff Markttechnik geprägt, was auch gar nicht schlimm ist, weil das lässt sich natürlich auch wirklich für die meisten können damit was verbinden. Sinn dahinter ist eigentlich, dass wir versuchen, immer möglichst in die Richtung des Trendes zu handeln. Das heißt, wir gehen davon aus, dass Trends halt länger anhalten, als dass sie sich umkehren. Und das versuche ich auch umzusetzen in meinem Handel. Und das ist dabei vollkommen unabhängig, ob ich auf Tagesbasis agiere, auf Stunde, oder ob ich Trades auf 5 Minuten oder Minutenbasis mache. Mario. Natürlich ist für eine Ja. Ganz kurz, wenn das okay ist, würde ich dann die Fragen der Teilnehmer kurz mit reinbringen, weil wenn es dazu passt, damit wir da nicht zu weit dann zu den Folien weg sind. Und zwar war einmal die Frage, was ist denn ein kleines Konto und wo beginnt das große Konto? Ist das nicht Ansichtssache? Ja, das ist natürlich ein bisschen Ansichtssache. Also ich habe jetzt einfach mal als kleines Konto das bezeichnet, was ich so aus meinen Seminaren und Coachings her immer höre. So die meisten, die jetzt im CFD-Bereich unterwegs sind, natürlich gibt es Konten mit 500 und 1.000 Euro. Das sind natürlich wirklich dann auch sehr kleine Konten. Aber ich denke mal, so ein Handelskonto um die 5.000 Euro würde ich noch als kleines Konto bezeichnen. Und ich glaube, dass es eben auch sehr, sehr gut möglich ist, eben mit Konten von 2, 3, 4, 5.000 Euro eine positive Performance zu bekommen. Wo natürlich ein großes Konto anfängt, das ist natürlich sehr individuell.
Also ich sage immer so, ich versuche das immer so ein bisschen daran, auch an den Einstiegshürden, die man so häufig bei den Brokern hat. Also im CFD-Bereich kann man ja, sage ich mal, mit sehr, sehr wenig Geld, mit wenigen 100 Euro ein Konto eröffnen. Bei CapTrader ist es ja so, dass man braucht man schon, glaube ich, 4.000 oder 5.000 Euro Mindesteinlage. Das würde ich so als Grenze bezeichnen. Und dann, wenn man dann noch in den Intraday-Bereich hineingeht, dann sollte man ja gerade im US-Markt auch eher über 25.000 Dollar verfügen, damit man nicht in diese Intraday-Problematiken kommt, wenn man Aktien tradet. So versuche ich das für mich so ein bisschen auseinanderzusetzen. Aber es ist natürlich eine sehr individuelle Geschichte, ganz außer Frage. Ja, das ja, also vielleicht kann ich da noch kurz ergänzen. Es ist natürlich so, ein kleines, großes Konto, es hängt immer auch davon ab, was man halt handeln möchte. Ne? Also wenn man jetzt den FDAX handeln möchte und sich alleine die Margin anguckt, die Intraday-Margin liegt bei knapp 11.000 Euro oder Overnight bei 22.000, dann weiß man schon, dass man halt dann ein, ich sag mal, etwas größeres Konto braucht, um halt auch diese Produkte handeln zu können, die vielleicht auch die Profis handeln. Ne? Das vielleicht noch kurz so als kleine Anmerkung. Ja. Also was ich, glaube ich, ganz wichtig fand, dass wir auch hier in diesen 6 Monaten oder in den 5 Monaten gezeigt haben, dass man wirklich auch mit ich sag jetzt mal, mit aus meiner Sicht einem relativ kleinen Konto, 5.000 Euro, wenn man Positionsgrößen von 1.000 oder 2.000 Euro eingeht, konstant positive Gewinne generieren kann. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor, weil viele glauben immer, man kann das nur mit großen Konten realisieren. Und ich glaube, es ist eigentlich vollkommen egal, ob ein kleines oder ein großes Konto. Wichtig ist, dass man eben einen guten Handelsansatz hat, dass man ein gutes Screening, also je nachdem, welche Produkte man halt nutzen möchte, ob jetzt Indizes oder Devisen, Aktien, ein gutes Screening braucht, um eine gute Outperformance gegenüber einem Index zu erreichen. Und dann sicherlich das Grundlegendste ist natürlich ein gutes Risk- und Money-Management, damit man gar nicht erst in die Bedrängnis kommt, wenn man mal 3, 4 Trades hintereinander verloren hat. Was natürlich jedem Trader irgendwann mal passiert, dass man dann plötzlich ans Zweifeln kommt, Angst bekommt vorm Trading, das macht natürlich keinen Sinn. Also das sind sicherlich Dinge, die sehr, sehr wichtig sind. Und dann natürlich ganz klar Disziplin, Disziplin und nochmal Disziplin, weil das ist halt ganz, ganz wichtig. Man braucht einen guten Ansatz. Wenn man dem vertrauen kann und sich selber auch vertrauen kann, dass man den durchhält, dann ist es halt wichtig, dann diese Disziplin auch an den Tag zu legen. Und was natürlich darüber hinaus wichtig ist, ist ein guter Broker aus meiner Sicht. Und ich selber arbeite schon seit sehr, sehr vielen Jahren mit CapTrader Interactive Brokers zusammen, weil ich einfach hier gerade im amerikanischen Markt extremst gute Konditionen habe, was das Trading angeht, auch im deutschen Markt wirklich sehr, sehr gute Konditionen. Die Abwicklungen sind problemlos. Ich habe in den ganzen Jahren, ich handle jetzt seit über 15 Jahren über die Trader Workstation, noch nie ein Problem gehabt, was ich nicht lösen ließ. Ich glaube, ich musste überhaupt nur zweimal den Support bemühen in diesen ganzen 15 Jahren. Also von daher, das ist sicherlich eine der wichtigsten Dinge, dass man einen guten Broker hat und zum anderen aus meiner Sicht eben auch eine gute Chart-Software. Und wir werden ja heute, das ist ja auch das Thema, die verschiedene Möglichkeiten oder zeigen, welche verschiedenen Softwarelösungen es gibt. Ich habe bis vor 2 Jahren ausschließlich über die TWS gehandelt und arbeite seit 2 Jahren mit einer Software Agena Trader. Möchte ich hier dann auch jetzt gerne einmal vorstellen, wo so die Vorteile dieser Software sind. Und im Anschluss daran werden wir dann auch noch zeigen, welche anderen Möglichkeiten es gibt mit der Trader Workstation beziehungsweise auch mit dem MetaTrader. Der Agena Trader ist eine Software, die sehr gut angebunden werden kann an CapTrader. Das ist ein großer Vorteil. Das heißt, wir können hier in der Chart-Software unsere Analysen machen und dann im Anschluss daran sogar sofort handeln. Und das ist natürlich immer sehr praktisch, dass man jetzt nicht nochmal irgendwie in eine andere Software hinein muss, sondern man braucht hier wirklich nur eine Software. Und ich nutze hier jetzt einfach mal so den Vorgang, wie ich so täglich an mein Trading herangehe. Dabei können wir vielleicht am besten die Software erklären. Wenn Fragen dazu sind, wie gesagt, kurz in den Chat schreiben und dann werden wir da gleich noch gern drauf eingehen. Also ich habe hier zum Beispiel die verschiedenen Indizes, die für mich wichtig sind, hier an der Seite immer liegen. Das ist dann morgens hauptsächlich natürlich der deutsche Markt, den ich trade mit Vorliebe. Deutsche Aktien.
investieren. Das sind auch die Werte, die ich am meisten in den letzten 20 Jahren gehandelt habe. Also über 50% meiner Trades mache ich im deutschen Markt. Das wird sicherlich den einen oder anderen verwundern, weil man natürlich im deutschen Markt höhere Ordergebühren hat als im US-Markt. Nichtsdestotrotz ist es meiner Meinung nach relativ einfach im deutschen Markt zu agieren. Man hat auch einen anderen Bezug natürlich zu deutschen Aktien, weil wir die Informationen einfach einfacher und schneller bekommen können. Deswegen liegt hier auch auf jeden Fall ein großer Schwerpunkt. Ich teile meine Sessions im Prinzip auch immer ein in einen Vormittagshandel, der so meist zwischen 9 und 11 liegt, und dann der Nachmittagshandel zwischen 15.30 Uhr, also mit der Eröffnung der US-Börsen, bis etwa 17.30 Uhr. Dann gibt es aus meiner Sicht noch eine gute Handelszeit, die ist abends nochmal nach 20 Uhr, also auch für die Händler unter Ihnen, die Intraday agieren, so von 20 bis 22 Uhr ist auch nochmal eine interessante Zeit für den Handel, weil wir auch da nochmal sehr viel Volatilität bekommen. Ich selber nutze die Zeit allerdings nicht mehr, weil der Tag dann für mich einfach zu lang wird, weil ich morgens in der Regel um 8 Uhr anfange und dann auch froh bin, wenn ich dann um 18, 19 Uhr Feierabend machen kann. Hier, um einen Überblick zu bekommen, auch wenn ich Aktien traden möchte, schaue ich mir natürlich immer als erstes den Index an, mache ja dazu auch immer eine Wochenanalyse als Video-Wochenausblick. Das heißt, ich schaue mir also immer erstmal an, in welche Richtung tendiert der Markt denn erstmal prinzipiell. Das kann man natürlich mit der Software, gibt es auch Add-ons, die man dafür nutzen kann. Ich bin da nicht so der ganz große Freund von, werde auch immer wieder gefragt, ob ich mein Screening-System als Add-on anbieten möchte. Nein, das möchte ich nicht, weil ich einfach der Meinung bin, man muss eigentlich verstehen, was man eigentlich möchte. Diese ganzen Blackboxen, die es gibt, finde ich, bringen halt nur bedingt was, wenn man nicht genau weiß, was dahinter passiert. Hier ist es halt möglich, mit dieser Software sehr gut, sich alle möglichen Dinge, die man braucht, fürs Trading halt einzustellen, sei es Indikatoren oder sonstige Dinge. Ich selber nutze sehr wenig Indikatoren fürs Trading, weil ich der Meinung bin, sie zeigen mir eh nur die Vergangenheit an. Nichtsdestotrotz macht es natürlich schon Sinn, den einen oder anderen Indikator als Unterstützung mit reinzunehmen, wenn man das vielleicht möchte. Wir sehen hier, man kann hier relativ einfach umschalten, wenn ich jetzt in den Nachmittagshandel gehe, dann zum Beispiel auf die Nasdaq, und dann sieht man hier halt erstmal entsprechend die Indizes. Das Ganze gibt es dann eben auch für Aktien. Hier sehen wir zum Beispiel, habe ich hier eine Position noch offen in der ThyssenKrupp-Aktie. Hier sieht man schon, wie sich hier ein Trend nach oben entwickelt hat aus markttechnischen Gesichtspunkten. Ich bin in Trade hier eingegangen im Intraday-Bereich. Möchte jetzt auch gar nicht meine Trades hier heute alle zeigen und offenlegen, wieso, weshalb, warum. Das werden wir in den nächsten Wochen machen, wie man hier aktiv diese Trades handeln kann und managen kann. Ich versuche in solchen Phasen eben Intraday in einen solchen Trade reinzukommen, weil wir hier eben ein Trend haben, kann den hier auch mit der Software dann sehr schön einzeichnen, gerade auch so für Demo-Zwecke, wenn man jetzt sieht, der Markt ist halt hier raufgelaufen, hier herunter, hat hier also wirklich einen sehr schönen Trend nach oben ausgebildet und habe dann versucht, hier eben sehr, sehr kleinen Trend auf 5 Minuten hier bei der 15,65 in den Markt zu kommen, habe den Trend dann einfach auf 5 Minuten Basis getradet, habe dann am Ende des Handelstages einen Großteil meiner Position verkauft und lasse jetzt den Trade risikolos auf Tagesbasis einfach weiterlaufen. Also auch das ist hier ein Vorteil, wenn man jetzt so eine Aktie findet, die man sagt, okay, die ist interessant für mich, dann packe ich die eben entsprechend an eine Watchliste, dann wird die hier rot unterlegt und dann kann ich hier zum Beispiel sofort in die Watchlist gehen und dann sehe ich hier den Trade auch dann sofort in verschiedenen Zeiteinheiten. Das ist für mich immer ganz wichtig, weil ich hier sofort einen Überblick habe, dass ich sehe, okay, ich habe hier zum einen auf der linken Seite meinen Tageschart, dann hier oben einen entsprechenden Stundenchart und hier unten dann einen Intraday-Chart. Wenn ich jetzt also tatsächlich Intraday dann handeln möchte, dann kann ich hier dann einfach das Feld natürlich auch groß machen, was natürlich auch wichtig ist. Stellen wir mal der einfache Teil das jetzt auf 10 Minuten um. Hier sieht man noch, wo ich eingestiegen bin und hier in den Trade, und dann ist der Tag hier eben nach oben gelaufen. Dann habe ich die Position anschließend, wie gesagt, auf Tagesbasis weitergenommen. Momentan befinden wir uns hier in der Aktie in der Korrekturphase und gilt es jetzt natürlich abzuwarten, und dann hoffe ich natürlich, dass der Markt weiter nach oben läuft. Also diese Watchlist-Funktion ist eigentlich eine sehr
angenehme Geschichte. Wie gesagt, wir können hier gut Anbindungen machen an die Datenanbieter. Das geht hier relativ gut mit verbinden. Das heißt, ich kann also hier einfach draufgehen, mein Konto entsprechend verbinden, hier sofort oder auch mit meinem Datenanbieter. Ich kann auch hier zum Beispiel, um hier vielleicht was zu demonstrieren, dann einfach in den Demo-Modus gleich wechseln. Moment, das wollten wir jetzt gerade nicht hier aufmachen. Dann kann ich zum Beispiel auch mal zeigen, wie man hier Trades zum Beispiel absetzen kann. Dafür muss ich dann nur einmal in den Demo-Modus wechseln. Und dann kann ich auch zeigen, wie man zum Beispiel hier in diesem Bereich, wenn man sagt, okay, man möchte jetzt an einer bestimmten Stelle einen Trade absetzen, wie man das Ganze machen kann. Das ist nämlich auch sehr, sehr einfach mit der Software. Das ist eben der große Vorteil, dass hier alles aus einem Guss in diesem Bereich ist. Wir können jetzt zum Beispiel einfach mal eine amerikanische Aktie nehmen, sagen wir mal Apple. Mario, in der Zwischenzeit, wo ja? du jetzt eine Möglichkeit jetzt suchst, eine Frage an dich gerichtet, und zwar, ob du den Softstop benutzt. Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe das tatsächlich mal eine ganze Zeit lang damit rumexperimentiert, weil wir ja versucht haben, auch meinen Arbeitsplatz so gut wie es geht auf meine Bedürfnisse einzustellen. Das heißt, ich habe mir hier Unterstützung von einem Kollegen geholt, der Carsten Berger, der ja sehr viele Videos auch für Agena Trader macht. Der hat mir auch natürlich gezeigt, wie man diese Softstops nutzen kann, wo die Vor- und Nachteile sind. Also ich habe sie prinzipiell im Trading in meinem System mit drin. Ich nutze aber im Regelfall den Hardstop. Das heißt, wenn ich davor sitze, werde ich immer versuchen, den Stop zu nehmen, wo ich sage, der sitzt an der markttechnisch richtigen Stelle. Da möchte ich ihn eigentlich nicht gerne automatisiert nachgezogen bekommen. Wenn ich allerdings jetzt zum Beispiel vormittags einen Trade eingehe im deutschen Markt und ich sage mal, es ist Mittagszeit, ich muss mittags im Regelfall für meine Kinder kochen. Das heißt, ich bin eine Stunde hier nicht am Arbeitsplatz und dann ist es sehr schön, zum Beispiel noch einen Softstop drinne zu haben, aber ansonsten nutze ich den eigentlich nicht. Ich hoffe, damit ist die Frage beantwortet. Okay, wenn ich jetzt, wie gesagt, einen Trade eingehen möchte, jetzt hier in der Apple-Aktie zum Beispiel, da kann ich zum Beispiel jetzt sagen, okay, ich möchte jetzt vielleicht einen Long-Trade eingehen, hier am Hoch. Dann wird hier automatisch schon mal angeboten, wo ich vielleicht meinen Stop hinsetzen kann. Ich setze den jetzt mal einfach hier unten etwas tiefer und dann sieht man schon, in der Voreinstellung ist es tatsächlich so gemacht, ich würde jetzt bei einem Überschreiten des Hochpunktes bei 101,70 Euro in den Markt eingestoppt werden. Ist natürlich jetzt ein relativ kleiner Stopp. Das liegt daran, dass wir hier intraday agieren. Der ist etwa bei einem halben Prozent. Was das Schöne ist, dass das System automatisch berechnet, wie viele Aktien gekauft werden dürfen. Das heißt also, wenn man hinterlegt, ich habe ein Risiko von 50 Euro, 100 Euro, wie auch immer, dann rechnet das System automatisch aus zwischen Kaufkurs und Stopkurs, wie groß ist die Differenz, jetzt wie hier in diesem Beispiel 45 Cent. Und dann, wenn ich jetzt 45 Euro Risiko hätte, dann wird das System sagen, ja, okay, 100 Stücke können jetzt hier gekauft werden und mein erstes Target wird jetzt zum Beispiel automatisch auf 2R gelegt. Also das ist zum Beispiel auch eine schöne Sache, dass man hier automatisch eigentlich sein Target drin hat. Man muss das nicht nutzen. Ich mache das im Intraday-Bereich sehr gerne. Bei geringen Volatilitäten nutze ich halt häufig dieses CRV 1 zu 2. Wenn die Volatilität ansteigt, nutze ich höhere CRVs. Aber das ist etwas, was dann automatisiert geht. Dann brauche ich mich eigentlich um diesen Trade nicht mehr weiter zu kümmern. Denn gerade im Intraday-Bereich ist es natürlich so, gerade wenn die amerikanischen Börsen nachmittags aufmachen, kommt es nicht selten vor, dass ich 3, 4 Trades gleichzeitig innerhalb von 4, 5 Minuten eröffne im Handel. Und dann ist es natürlich schön, auf eine Software zurückzugreifen, die hier möglichst automatisiert alles für mich macht. Wichtig für mich ist, dass ich die Anlageentscheidung immer selbst treffe, dass nicht das System für mich diese Entscheidung trifft, sondern dass ich ganz klar sage, anhand meines Screening-Prozesses, ich möchte Long oder Short gehen und welche Aktien möchte ich denn überhaupt handeln? Und da ist es dann auch egal, ob man jetzt die Aktien direkt handelt oder als CFD, weil die Kosten sind wirklich, was das angeht, sehr, sehr gering, gerade im US-Markt. Wir hatten vorhin ja mal kurz das Beispiel, der Andreas Weiß hat das ja vorhin schon mal angesprochen, wenn man zum Beispiel 300 Apple-Aktien kauft, dann
liegen wir hier preislich bei 3 Euro oder 3 Dollar an Ordergebühren. Wenn wir das Ganze im deutschen Markt machen würden, wenn wir uns die, denn wir haben ja ein Handelsvolumen von 30.000, dann wäre die Ordergebühren ein Vielfaches davon. Und das muss man sich immer vor Augen führen. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, handle ich trotzdem sehr gerne im deutschen Markt. Man muss es einfach nur hinbekommen, dort profitabel zu agieren. Und das kann man halt sehr, sehr gut in den mittleren und großen Zeiteinheiten. Und im US-Markt nutze ich halt sehr, sehr viel die kleinen Zeiteinheiten, also auch 5 Minuten, 10 Minuten und bis runter in den Minutenbereich und versuche dann Trades, die gut ins Plus gelaufen sind, dann auch zu überführen in die nächstgrößere Trendgröße, zum Teil auf Stunde oder auch auf Tagesbasis, um dann möglichst lange halt auch in einem solchen Trade drinne zu bleiben. Wie gesagt, das Ganze funktioniert hier sehr gut mit dieser Automatik. Man kann hier an der Seite so verschiedene Buttons auch ansetzen, zum Beispiel, was für mich immer ganz wichtig ist, im Tageschart zum Beispiel die 200er Durchschnitt, weil da achten natürlich sehr, sehr viele Händler auch drauf, auf diese gleitenden Durchschnitte. Ich kann mir hier sehr gut Jahreshochs und Jahrestiefs anzeigen lassen. Also das sind alles Dinge, die mit dieser Software gehen. Die gehen auch mit anderen Softwarelösungen. Ich habe ja über die 20 Jahre schon verschiedene Softwarelösungen genutzt, aber ich möchte dagegen vielleicht ein kurzes Gegenbeispiel gerade zeigen. Also hier ist das alles sehr, sehr einfach. Ich habe aber zum Beispiel über 10 Jahre zum Beispiel nur mit der TWS gearbeitet und das funktioniert da im Prinzip ähnlich. Also auch da kann man sehr, sehr gut mit arbeiten. Es ist halt nur von der Software natürlich nicht so modern wie hier und von daher muss man sich da einfach so ein bisschen drauf einlassen auf das Ganze. Aber das muss man halt auch, wenn man prinzipiell mit einer neuen Software anfängt. Also auch hier muss man das eben machen. Was ich noch zusätzlich gemacht habe, die wichtigsten CFDs, die ich denn schon mal brauche, so wie jetzt zum Beispiel beim DAX, wenn man jetzt mal keinen DAX Future handeln möchte, weil einem aufgrund der hohen Volatilität, die wir ja in der letzten Zeit haben, der Markt hat sich zwar ein bisschen beruhigt, aber die Tagesspannen sind trotzdem noch relativ hoch. Kann man natürlich auch immer ganz gut einen CFD nutzen. Auch das ist hier dann ohne Probleme möglich. Dann kann man hier einfach auf CFD gehen. Und dann habe ich hier zum Beispiel auch sofort den DAX als CFD. Also wir haben hier eine vielfältige Möglichkeit. Wir können hier im Prinzip alle Charts einpflegen, je nachdem, von wo wir unsere Daten abonniert haben, ob das jetzt Aktien sind, ob das Indizes sind, ob das Rohstoffe, Devisen sind. Also wir können hier im Prinzip alles machen. Für mich ist der große Vorteil, dass es sehr schnell geht. Ich habe früher mit Softwarelösungen gearbeitet, wo ich halt jeden Wert einzeln eingeben musste ins Chartsystem. Hiermit kann ich zum Beispiel jetzt den ganzen S&P 500, der ja, wie das Wort schon sagt, 500 Werte umfasst, in weniger als 2 Stunden von Hand screenen. Das heißt, ich kann mir wirklich die Werte einzeln anschauen. Das Ganze verläuft dann so, ich mache es jetzt einfach mal für den DAX, also wenn man sich das anschaut, hier auf Tagesbasis und ich suche jetzt nach Aktien, die einen sauberen Trend haben, wie jetzt zum Beispiel hier die Adidas, das muss man sich mal vorstellen, wir sind im DAX doch sehr, sehr stark unter die Räder gekommen in den letzten Wochen und seit Jahresanfang von über 12.000 Punkte, wo wir im Hoch gewesen sind, sind wir dann runtergefallen auf die 9.000er Marke und das hat diese Aktie überhaupt zum Beispiel nichts ausgemacht. Wir befinden uns hier fast am Hochpunkt, das heißt also, das ist wirklich Stärke in einer Aktie. Hier kann man es auch noch sehen, wir haben die auch im Herbst letzten Jahres in kleine Konten gehandelt, also da hatten wir schon eine sehr, sehr starke Aufwärtsbewegung, dann eine Korrektur, die eher seitwärts gelaufen ist und auch jetzt sehen wir die innere Stärke dieser Aktie und das ist ja eben der Vorteil meiner Meinung nach, wenn wir von Hand screenen und das nicht komplett automatisiert machen, denn wenn wir nur die Werte herausgeschmissen bekommen, dann fehlt uns so manchmal so ein bisschen das Gefühl für den Markt und ich selber gehe im Screening, wenn ich jetzt Werte suche, die jetzt zum Beispiel einen strengen Aufwärts- oder Abwärtstrend haben, eben danach vor mir anzeigen zu lassen, okay, wo ist eine Aktie jetzt am Jahreshoch oder alternativ hier, wo sind Aktien, die eben in einem sauberen Abwärtstrend sind und die kann man halt hier mit einem Klick hier sehr schnell durchgehen. Hier sieht man zum Beispiel auf den ersten Blick, die Aktie verläuft eigentlich nur seitwärts. Das heißt also, hier macht Trading aus meiner Sicht wenig Spaß und ich glaube auch nicht, dass das von großem Erfolg gekrönt ist, wenn man hier aktiv im Markt ist. Also das heißt, ich werde hier immer versuchen, solche Werte möglichst außen vor zu lassen und wenn ich damit sage, ich möchte das versuchen, dann heißt es nichts anderes, als dass ich, wenn ich hier keinen Trend sehe, bin ich innerhalb von einer Sekunde hier auch wieder weg. Also ich suche mir wirklich nur Aktien aus, wo ich wirklich einen ganz, ganz klaren Trend habe, der mir anzeigt, das und da kann ich einen Trade machen und wenn ich das nicht sehe, innerhalb von 3 Sekunden
sage ich auch immer in den ganzen Workshops und auch in Coachings immer wieder, dann ist es, lohnt es sich nicht, diesen Trade zu machen, denn wenn wir erst lange analysieren müssen, das ist ja auch häufig so, wenn man sich Indizes anschaut, das hatten wir vorhin auch beim Nasdaq, der läuft dann eher seitwärts jetzt seit einer ganzen Zeit, da haben wir gar keine sauberen Trends, wenn wir allerdings uns Nasdaq-Aktien anschauen, da haben wir zum Teil wirklich Werte, die einen sehr schönen Aufwärtstrend haben oder auch einen extrem schwachen das Bild zeigen und dann ist es natürlich sinnvoll, genau auf diese Werte dann zurückzugreifen und diese dann im Trading auch zu nutzen. Mario? Okay, das jetzt, ja? Eine Frage vielleicht, was auch zum Thema Screening passt. Und zwar wird hier nach den Zeiteinheiten gefragt. Ich lese mal die Frage durch. Und zwar, welche Zeiteinheiten passen denn zusammen? Mittelfristig Tag und Stunde und im Intraday-Bereich. Ich denke mal, du wirst das auch in den nächsten Sitzungen auch darauf eingehen, aber vielleicht kannst du kurz was dazu sagen. Ja, auf jeden Fall. Also natürlich, es gibt es keine festen Regeln dafür. So wie es im Trading überhaupt wenig feste Regeln gibt. Es ja, wir sind ja nicht hier in der Mathematik, wo man sagen kann, okay, 1 plus 1 ist 2, sondern es ist viel natürlich Erfahrung im Trading. Je mehr Erfahrung man hat, desto einfacher ist es. Ich mache es einfach so, dass wenn ich zum Beispiel auf Stundenbasis agiere, dann schaue ich mir halt immer diese Kombination Tag-Stunde an. Und ich werde auch oft gefragt, warum ich die Kombination Tag und 4 Stunden. Das ist relativ einfach. Wenn wir uns den US-Markt vorstellen, die eröffnet um 15.30 Uhr und Handelsschluss ist um 22 Uhr. Das heißt, die gesamte Session ist überhaupt nur 6,5 Stunden. Und wenn ich jetzt so eine Kombination von Tag und 4 Stunden nehmen würde, dann ist im Prinzip eine Kerze für den Tag und anderthalb für die 4 Stunden. Und das bringt mich also nicht so wirklich weiter. Deswegen nehme ich gerne diese Kombination Tag-Stunde. Und wenn ich Intraday handle, dann eben je nach, was man jetzt nach dem Geschmack, 5 Minuten oder 10 Minuten, das ist ja immer ein bisschen unterschiedlich, und nutze dann die Kombination Stunde dazu. Das heißt also, ich habe wirklich in meinen Charts, so wie ich das hier gerade auch schon mal gezeigt habe, die Trades, die ich jetzt zum Beispiel auch offen habe, dass ich immer diese Kombination fahre, Tag, Stunde, 10 Minuten oder 5 Minuten. Das ist eigentlich, ich nutze sehr viel die 5 Minuten, weil ich dann das Gefühl habe, dass ich noch ein bisschen besseres Chartbild bekomme, weil ich dann einfach mehr Kerzen sehe oder mehr Perioden sehe. Aber im Prinzip macht es aus meiner Sicht nicht so den großen Unterschied. Es ist einfach eine Gewöhnungssache. Wenn man sich das seit 20 Jahren so anschaut in dieser Kombination Tagstunde, 5 Minuten, dann ist man einfach da drin und macht es weiter, so wie man es in den ganzen Jahren gemacht hat. Ich glaube auch nicht, dass das an der Performance etwas ändert, ob man da jetzt Stunde, 5 Minuten oder Stunde, 10 Minuten macht. Und dann noch eine Frage. Ich glaube, das hattest du aber am Anfang auch schon beantwortet, ob hier Zusatzmodule benutzt werden, wie zum Beispiel Markttechnik-Add-on. Nein, nutze ich überhaupt nicht diese Add-ons. Also ich habe auf meinem Rechner natürlich auch ein Markttechnik-Add-on, weil ich das damals bekommen konnte dazu, aber ich habe nutzt es überhaupt nicht für mein Trading. Ich habe das versucht, mal so 6-8 Wochen für mich zu nutzen. Und das hat natürlich Vorteile, gerade wenn man am Anfang ist und sich vielleicht noch nicht so sicher ist, wie zeichne ich jetzt Trends ein. Die Problematik aus meiner Sicht besteht ein bisschen darin, dass man ja nur das angezeigt bekommt, was der Programmierer sich dabei gedacht hat und nicht das, was wir uns dabei denken. Das heißt also, ich finde es viel besser, wenn wir eine grobe Auswahl machen, indem wir einfach von Hand das Ganze screenen und dann versuchen von dort aus im Prinzip so die letzten Charts, den wir brauchen, ich sag mal die letzten Perioden uns genauer anschauen und wenn wir es einzeichnen wollen, dann von Hand zu machen. Also ich habe es jetzt hier auch zu Demozwecken hier ja vorhin gemacht, einfach mal eingezeichnet hier den Trend, der auf Tagesbasis ist oder der dann auf Stunde dann natürlich genauso zu sehen ist, hier der Aufwärtstrend und dafür brauche ich im Prinzip keine Chart-Software und ich glaube, das braucht auch kein anderer ein entsprechendes Add-on dafür. Wenn man sich dann natürlich besser damit fühlt, klar, warum sollte man es nicht machen, aber ich bin der Meinung, es ist viel besser, einfach mal 4 Wochen lang sich intensiv mit Screening zu beschäftigen und sich einfach mal hinzusetzen und die Charts versuchen mal so einmal in der Woche so durchzugehen aus dem DAX oder auch mal aus dem Nasdaq. Dann bekommt man viel schneller ein Gefühl für den Markt und ich glaube, dass es am Ende des Tages hat man mehr davon, wenn man es von Hand macht, als wenn man es automatisiert macht. Dann noch eine Frage zum Screening. Ob du das täglich machst oder automatisiert hast?
Nein, ich habe es nicht automatisiert. Ich mache mein Screening einmal in der Woche von Hand. Das habe ich jetzt in den letzten 12, 13 Jahren so gemacht, dass ich immer montags vormittags nach der Session in Deutschland mich hinsetze und einmal wirklich den kompletten NASDAQ mir anschaue und den S&P von Hand. Und dann kommen vielleicht so 20 Werte heraus. Und das sind die Werte, mit denen ich im Regelfall im Laufe der Woche auch agiere. Zusätzlich kommen nur noch die Werte rein, wo es besondere Nachrichten zugegeben hat, wo ich sage, okay, Dienstag ist vielleicht eine Nachricht gekommen, ich sage jetzt einmal zu Netflix oder zu Apple, die kommen natürlich zusätzlich auf den Screener drauf und im Intraday-Bereich gibt es natürlich noch andere Parameter, warum man eine Aktie jetzt unbedingt heute handeln sollte, aber so für den Handel auf Tagstunde reicht es aus meiner Sicht aus, wenn man einmal in der Woche dieses große Screening macht, wo man vielleicht einfach mal anderthalb, zwei Stunden Zeit investiert und dann ist es damit erledigt. Was ich jetzt seit neuestem habe, ist tatsächlich eine etwas automatisierte Screening-Anwendung, die haben wir versucht, über die letzten 6 Monate meinem persönlichen Trading-Stil anzupassen, dass mir zumindest die groben Trends schon mal herausgefiltert werden, dass ich jetzt vielleicht nicht mehr alle 500 Werte anschauen muss, sondern vielleicht nur noch 150. Nichtsdestotrotz ist es wirklich eine nur erste Auswahl. Ich komme nicht drum herum, aus meiner Sicht diese Werte mir anzuschauen. Ich bin überhaupt kein Freund davon, im Screening das so weit zu verfeinern, dass man hinterher nur noch 5 Werte rausbekommt. Weil ich glaube, man verliert einfach zu viele gute Werte, die nachher durch so ein automatisiertes Add-on verloren gehen. Ich hoffe, die Frage ist damit beantwortet. Das war es eigentlich auch so von mir zum Agena Trader. Wenn da noch Fragen zu sind, können wir natürlich gleich gerne nochmal drauf eingehen. Ansonsten denke ich, haben wir jetzt vielleicht noch ein bisschen Zeit, um vielleicht nochmal den MetaTrader kurz vorzustellen und ja, alles Weitere dann in den nächsten Sessions am Samstag, wenn es dann heißt, bei den Investment und Business Days erfolgreich CFDs handeln und natürlich am zweiten und dritten Teil hier wieder bei FX Flat. Ja, danke schön. Wir werden natürlich jetzt ganz kurz dann entsprechend die Plattform nochmal zeigen und dann das Schlusswort hat dann immer noch Mario dann, der dann noch ja noch ein paar Informationen euch geben kann. Und damit wir jetzt nicht noch mehr in die Länge ziehen, würde ich sagen, dass wir jetzt auch mit den Plattformen beginnen. Dazu schalten wir jetzt einmal um. Zunächst einmal für die TWS zu Andreas. Okay, dann wechsle ich mal ganz kurz zu meinem Bildschirm. Kleinen Moment. Ich weiß nicht, sieht man meinen Bildschirm schon oder? Nee, wahrscheinlich noch nicht, ne? Ich glaube, jetzt ist erstmal mein Bildschirm zu sehen, wenn du so wie ich das Gefühl habe. Ja, Moment, ich gucke mal gerade, ob ich das... Ah, jetzt müsste es eigentlich gehen, indem ich jetzt hier auf meinen Bildschirm wechsle. Ja. Genau, Trader Workstation sollte jetzt zu sehen sein. Die ist jetzt von mir etwas individuell eingerichtet. Habe ich auch in den letzten... oder in einigen der letzten Webinare mal ein bisschen vorgestellt, wie man das anpassen kann. Also da will ich jetzt nicht im Detail jetzt drauf eingehen. Also sprich, man kann sich hier Kurslisten anlegen, jetzt in dem Fall mit Aktien oder halt auch mit CFDs. Ich gehe jetzt mal hier auf meine Kursliste mit CFDs und dann hat man hier rechts verknüpfte Charts. Das heißt, wenn ich jetzt hier den Dow Jones als CFD anklicke, den IBUS 30, dann kommen hier direkt dazu die verknüpften Charts. Also jetzt hier oben der Chart auf Tagesbasis und hier unten der Chart mit stündlichen Kerzen. Dann sieht man unten links auch hier die Times and Sales. Das ist also auch mal ganz interessant, wenn man das eingeblendet haben möchte. Oder hier ist noch ein Fenster mit Nachrichten, den gibt es jetzt hier zu dem CFD nicht. Aber wenn man jetzt zum Beispiel jetzt auf Aktien geht oder Aktien-CFDs, dann sollten da auch die entsprechenden News, sofern vorhanden, auch dann eingeblendet werden. Jetzt hier LinkedIn zum Beispiel, da sieht man ja, das ist alles voll. Ja, also der Handel mit CFDs.
Unabhängig davon, wie man jetzt hier die Plattform eingerichtet hat, die kann auch einfach grob jetzt erstmal so aussehen, dass Sie die, wenn Sie die TWS das erste Mal öffnen, es gibt auch noch die Mosaikansicht, ja, die sieht dann so aus. Da gibt es also viele individuelle Möglichkeiten, ja, also wie man jetzt hier die Handelsplattform einrichten kann. Ich wechsle jetzt wieder in die klassische Ansicht. Ja, man legt sich im Prinzip eine eigene Kursliste erstmal an. Ich mache das jetzt hier oben mit dem Plus auf diesem Reiter und ja, nenne die jetzt mal CFDs Webinar, sage okay, ja, und dann habe ich hier einen neuen Reiter sozusagen. Ja, und jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder man gibt DAX ein und dann Enter, wenn man den CFD auf den DAX-Index haben möchte, und dann findet man den hier unten, ja, in dieser Kursliste unter Germany 30. Findet man den CFD auf den DAX. Man kann aber auch, wenn man das Symbol weiß, zum Beispiel IB US 30, dann direkt den, zum Beispiel den CFD auf den Dow Jones dann auswählen oder IB US 500 für den CFD auf den S&P 500. Das sind die Index-CFDs. Die Aktien-CFDs fügt man im Prinzip genauso hinzu, also dieser Kursliste, wie man es mit Aktien macht, und zwar indem man das Symbol der Aktie hinzufügt. Beispielsweise, na, fangen wir jetzt mal mit US-Aktien an, Apple, AAPL ist da das Symbol, dann Enter. Ja, und da hat man jetzt eine ganze Auswahl. Ja, was kann ich alles mit Apple machen, mit dem Wertpapier Apple? Man kann die Aktien handeln, man kann Single-Stock-Futures handeln auf die Aktie, man kann Optionen handeln, man kann Warrants handeln, es gibt strukturierte Produkte wie Zertifikate, es gibt bestimmte Kombinationsstrategien, also auf Basis von Optionen zum Beispiel, sei es jetzt da Strangles oder Iron Condors oder was auch immer, oder halt auch CFDs. Also das heißt, man findet hier in der Liste auch den CFD, wählt den aus. Ja, in dem Fall wird jetzt auch der Basiswert noch hinzugefügt. Ja, und hier unter Kontrakt sehen Sie auch dann hier den Zusatz CFD, damit man auch weiß, ja, was man jetzt handelt, also sprich die Aktie oder halt den CFD. Ja, man sieht dann hier, die Kurse sind identisch, ja, 101,19 zu 101,20 Bit Ask, und ja, bewegt sich synchron sozusagen die Aktie an der Nasdaq bzw. der CFD. Ja, und genauso ist das natürlich mit anderen Werten. Also wenn ich jetzt hier die Bank of America nehme, ich habe jetzt mal nur hier unten die CFDs jetzt hinzugefügt, kann man sich jetzt natürlich die Liste hier erweitern und dann die eigene Liste erstellen, die man zum Beispiel handeln möchte oder beobachten möchte. Oder man nutzt halt, wie gesagt, den Agena Trader, hat dann einen Scanner, wo dann die entsprechenden Aktien oder CFDs halt rausgefiltert werden. Ja, und der Handel ist halt, um das auch kurz zu zeigen, nur natürlich relativ einfach. Ich möchte jetzt Beispiel einen Apple CFD kaufen, dann klicke ich auf den Ask-Kurs, wenn ich verkaufen möchte. Ich kann natürlich auch Short gehen. Also auf jeden Fall bei den CFDs, bei den Aktien direkt geht es auch, das Short-Selling unter bestimmten Bedingungen. Da muss man schauen, halt, dass auch die Aktie zum Short-Selling zugelassen ist, was aber natürlich jetzt hier bei den großen Aktien auch immer der Fall ist. Andreas? Ja, also, ja? Ja, hier ist eine Frage, das würde natürlich passen, und zwar wie man zum Beispiel alle Werte im DAX jetzt alle hinzufügt. Vielleicht könntest du das nochmal zeigen, dass man die nicht Klar, kann ich gerne machen. Genau, also das ist möglich, dass man alle Indexmitglieder als Kursliste anlegen kann. Im Agena Trader braucht man die nur importieren sozusagen. Da gibt es schon vorgefertigte Kurslisten, DAX, Dow Jones und so weiter. Hier ist es ein bisschen komplizierter, ist aber machbar. Also ich kann jetzt zum Beispiel, ich nehme jetzt mal hier den DAX, da kann ich Ihnen das eben mal schnell zeigen. Ich habe jetzt einen neuen Reiter DAX erstellt und dann muss ich hier über den Umweg Index Trader gehen. So, ich wähle also hier in der Auswahl Index Trader aus. Dann suche ich den jeweiligen Index, in dem Fall den DAX, ja, der ist hier aufgeführt. Und dann muss ich so erstmal eine Order simulieren. Ja, also ich, vielleicht damit es nicht zu schnell geht, ja.
Hier auf den Punkt Orders erstellen habe ich geklickt, ja, und dann kommen jetzt hier Orders, Kauforders für alle Werte. Jetzt muss ich einige Tastenkombinationen in meiner Tastatur anklicken. Und zwar, ich klicke einfach mal hier in die Mitte und sage Steuerung und A auf meiner Tastatur. Also Steuerung A, um alles auszuwählen. Ja, vielleicht kennen Sie es von Excel, diese Tastenkombination. Und jetzt Steuerung und C, ja, Steuerung und C wie Cäsar, um alles jetzt zu kopieren. Jetzt ganz wichtig, jetzt muss ich das Fenster schließen. In diesem Fenster sind Orders enthalten. Sind Sie sicher, dass Sie dieses Fenster schließen möchten? Ja, bin ich sicher, weil ich möchte die Orders nicht übermitteln, sondern nur die Kursliste. Also, dieses Fenster wird geschlossen und jetzt klicke ich hier in das freie Feld hier oben links und sage Steuerung und V wie Victor. Und dann werden alle 30 Werte vom DAX hier hinzugefügt. Es sind jetzt in dem Fall allerdings die Aktien, ja, und nicht die Aktien-CFDs. Für die CFDs gibt es da keine Kursliste. Ja, das zu der Frage. Jetzt kommen noch Fragen. Die amerikanischen CFDs sind wahrscheinlich nur in Europa verfügbar. Da weiß ich jetzt nicht, ob ich die Frage richtig verstanden habe. Ich versuche sie mal so zu interpretieren, wie ich sie verstanden habe. Es ist richtig, dass Sie die nur hier als europäischer Staatsbürger handeln können. Also als Amerikaner dürfen Sie keine CFDs handeln. Ich denke, da in die Richtung ging vielleicht die Frage. Ansonsten, klar, Aktien-CFDs gibt es auf Tausende von US-amerikanischen Aktien und werden auch in US-Dollar gehandelt. Aber CFDs handeln selber, dürfen halt dann, ja, wie gesagt, keine Amerikaner. Ja, die Frage zu Mini-CFDs oder Mikro-CFDs wurde schon beantwortet, gibt es bei FXFET. Das ist dann halt bei dem Konto Trading Station oder MT4 Großbritannien möglich. Ja, nochmal eine Frage, die vielleicht für alle interessant ist. Wann wird Agena Trader bei FXFET angeboten, beziehungsweise mit FXFET und CapTrader gemeinsam gekoppelt? Ja, wir hoffen, dass voraussichtlich im zweiten Quartal der Agena Trader verfügbar sein wird bei FXFET. Gut, gehe ich zurück zu den CFDs, wie man die handeln kann. Also kaufen, ich möchte jetzt Apple CFDs kaufen, dann klicke ich auf den Ask-Kurs für kaufen, dann kommt eine Order in den Standardeinstellungen, ja, Kauf, ein Stück. Good till canceled ist die Orderlaufzeit, Order-Typ Market kann man natürlich hier verändern, Limit, Stop oder andere Möglichkeiten halt, die es hier an Order-Typen gibt, an Order-Attributen. Ich lasse das jetzt einfach mal auf Market. Ja, und dann klicke ich auf Übermitteln oder ja, eine Aktie ist vielleicht ein bisschen wenig, nehmen wir mal in dem Fall die eben angesprochenen 300 Aktien-CFDs. Ich übermittle die, habe hier noch eine Order-Vorschau und sehe auch die Auswirkungen auf die Margin. Wenn das alles so passt, dann kann ich hier sagen, überschreiben und übermitteln und zack, die Order ist sofort durchgeführt. Hier blinkt mein Handelsprotokoll. 300 Stück wurden gekauft und ja, sind dann innerhalb von einer Sekunde sozusagen oder sofort in meinem Depot. Ja, das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Ich glaube, jetzt in der Kürze hier ganz kurz zur TWS, wie man CFDs handeln kann. Wie gesagt, der Handel mit Index-CFDs funktioniert dann genauso. Also wenn Sie jetzt hier den DAX handeln möchten oder den Dow Jones, dann einfach hier auf den Bid-Kurs klicken. Sie können auch noch mit der rechten Order noch zum Beispiel einen Stop anfügen oder einen Stop und ein Limit. Also eine OCO-Order im Prinzip anfügen, dass Sie sich absichern können und gleichzeitig noch einen Take-Profit haben. Das ist alles machbar. Sie können die Order auch aus dem Chart heraus eingeben. Das ist natürlich auch machbar. Also im Prinzip alles, was Sie aus anderen Plattformen vielleicht kennen, ist hier auch möglich. Ne? Also wenn Sie jetzt hier der jeweilige Chart ist ja jetzt hier verknüpft, geöffnet. Wenn Sie da handeln möchten, können Sie natürlich auch mit der rechten Maustaste hier zum Beispiel einen Kauf platzieren, ja, diese Linie auch dann bewegen mit
der Maustaste. Das ist alles machbar. Ja, das soll es erstmal von meiner Seite gewesen sein. Nelson, ja, wenn du möchtest, gebe ich zu dir rüber und dann zeigst du nochmal kurz MT4. Ja, gerne, gerne. Okay. So, der MetaTrader sollte jetzt zu sehen sein, hoffe ich. Und wir werden das jetzt auch nicht in die Länge ziehen. Aber natürlich muss an dieser Stelle auch gezeigt werden, wie es eben mit dem MetaTrader dann auch möglich ist, CFDs zu handeln. Sie sollten auf jeden Fall noch bis zum Ende bleiben, denn Mario hat dann noch das Schlusswort und wird Ihnen noch ein paar Informationen da mitgeben. So sieht der MetaTrader letztendlich aus. Ich denke, das sollte für den einen oder anderen, besonders für die FX-Flat-Kunden, schon bekannt sein. Und wenn Sie dieses Fenster hier schon offen haben, Marktübersicht, ansonsten über Ansicht, Marktübersicht, hier haben Sie generell alle Werte dann drin in Ihrer Liste. Ansonsten, wenn Sie noch nicht alle haben, haben Sie die Möglichkeit über Symbole, also rechte Maustaste, Symbole, dann kommt dieses Fenster und hier sehen Sie dann alle Gruppen, Produktgruppen, die zur Verfügung stehen. Natürlich hier unter CFDs eben die Indizes, die Sie handeln können. Ich habe ja einige schon hier bereits hinzugefügt. Metalle, selbstverständlich Gold, Silber, Brent, WTI, ja, und auch hier Aktien-CFDs, hier einige Werte aus dem Dow Jones, sehen Sie hier, werde ich natürlich gleich auch mal hinzufügen, und zwar einfach entweder die komplette Gruppe auswählen und dann auf Anzeigen. Sie sehen, das ist jetzt hier aufgetaucht in der Liste und hier natürlich auch die DAX 30 Werte. Die füge ich auch hinzu und habe ich hier dann entsprechend alle Werte drin und kann diese hier reinziehen oder wenn Sie bereits schon einen Chart offen haben. Ansonsten mit der rechten Maustaste haben Sie grundsätzlich im MetaTrader alle Funktionen, die Sie auswählen können und hier eben ein neues Chartfenster. So, das ist natürlich jetzt der berühmte Vorführeffekt. So, dann nehmen wir die. Und ja, da ist entsprechend die Aktien-CFD dann, der Chart dann geöffnet. Und das können Sie natürlich alles mit allen Werten dann entsprechend so verfahren. Wer gerne zum Beispiel wie bei Margina Trader mit mehreren Zeiteinheiten arbeitet und das hier auch im MetaTrader von der Anordnung her so haben möchte, da besteht natürlich auch die Möglichkeit, denn wir bieten ein Zusatzpaket an, der eben diese Funktion hat, alle Charts gleichzeitig zu ändern. Ich mache vielleicht erstmal nur zwei. So. Ja, und hier dann machen wir eine 1-Stunden-Chart und hier M15 von mir aus ist jetzt auch nicht so tragisch. Und dann den Indikator holen wir jetzt dazu. Das ist dieser Indikator hier, FX Flat Chart Group, und den finden Sie eben bei uns auf der Webseite und bei dem Zusatztool MT4 Plus. Und den ziehe ich entsprechend hier rein und habe hier so ein Kästchen. Und da werde ich gleich eben die Zuordnung machen, wenn ich hier zum Beispiel schreibe Aktien. CFD und hier auch. Also die beiden Charts müssen natürlich gleich sein. Ich hoffe, ich habe das jetzt auch richtig geschrieben. Und wenn Sie dann entsprechend Ihre Liste durchgehen und wollen dann einen anderen Wert sich angucken, eben
mit an verschiedenen Zeiteinheiten, dann brauchen Sie das nur hier reinziehen und der andere Chart ändert sich natürlich dann direkt mit. Ja? Und das Ganze können Sie natürlich mit mehreren Fenstern machen, in mehreren Zeiteinheiten, so wie es vielleicht von Agina Trader her kennen oder von der TWS, wenn Sie auch das so eingerichtet haben. Also besteht auch hier die Möglichkeit mit dem MetaTrader. Ansonsten, klar, ganz normale Order-Funktionen, ja, haben Sie dann hier auch selbstverständlich, also zur Marktausführung. So, wir handeln ganze Stücke zur Marktausführung oder eben Pending Order und dann haben Sie hier vier verschiedene Order-Typen. Diese werden ergänzt auch hier mit unserem Zusatztool, mit dem Mini-Terminal. Da haben Sie tatsächlich dann noch weitere Order-Typen wie OCO Breakout und sogar hier OCO Reversion. Also wenn Sie nicht den Ausbruch handeln möchten, sondern tatsächlich den Abprall sozusagen handeln möchten, ja? Ja. Also wenn Sie grundsätzlich Fragen haben zum MetaTrader oder TWS, wie man im Detail nochmal alles einrichtet für den CFD-Handel, dann können Sie uns gerne nochmal kontaktieren. Wir haben natürlich auch schon viele Videos online, wo wir die Plattform erklären im Detail und natürlich beinhalten die Videos auch die Einrichtung der Plattform und eben auch, wie man die Produkte hinzufügt. Ja, und ich denke mal, an dieser Stelle wollen wir nochmal zu Mario rübergehen. Er hat dann letztendlich das Schlusswort. Ich verabschiede mich schon mal von Ihnen. Hat mich sehr gefreut, dass so viele heute teilgenommen haben. Und bedanke mich natürlich bei Andreas und bei Mario auch für das super Webinar. Und ja, dann sage ich schon mal schönen Abend und bis zum nächsten Mal. So, ich hoffe, jeder kann jetzt meinen Bildschirm. Die Stummschaltung ist aktiviert. Ich möchte jetzt auch gar nicht Die Stummschaltung ist aufgehoben. überzogen. Hinweisen möchte ich auf jeden Fall aber noch auf einen Vortrag von mir, nämlich zum gleichen Thema erfolgreich CFDs handeln, wo wir wirklich doch dann sehr, sehr viele Themen schon ansprechen werden. Es ist ein zweistündiger Vortrag am kommenden Samstag. Die Vorträge werden auch aufgezeichnet, sind auch später in meiner Videothek dann zu finden. Wie gesagt, hier erfolgreich CFDs handeln. Das wird dann der Startschuss im Prinzip sein. Dann werden weitere Folgen dazu dann natürlich bei FX Flat nächste Woche Mittwoch und dann auch noch einen dritten Teil hierzu. Dazu dann aber dann später immer mehr. Ein weiterer Vortrag von mir noch am Freitag um 17:30 Uhr. Profitabel handeln in volatilen Märkten ist, glaube ich, ein ganz spannendes Thema, weil wir ja gerade wirklich sehr volatile Märkte haben und auch hatten. Wir hatten ja im Januar und Februar doch sehr, sehr starke Bewegungen, erstmal auf der Short-Seite, jetzt in den letzten Wochen dann eher wieder in die entgegengesetzte Richtung. Also da werde ich zeigen, wo die Vorteile dieser volatilen Märkte sind. Denn je volatiler ein Markt ist, desto besser ist es natürlich für unser Trading. Denn was wir natürlich brauchen, ist auf jeden Fall Bewegung. Denn nur wenn wir Bewegung im Markt haben, haben wir auch gute Chancen, hier erfolgreiche Trades abzusetzen. Vielleicht noch ein ganz kurzer Hinweis. Es ist natürlich der 12.3. und 11.3., ne? Da war ein kleiner Genau. Fehler drin. Ja, alles klar, super. Vielen Dank dann nochmal dafür. Und für alle, die vielleicht Interesse haben an meinem Wochenausblick über meine Website www.lüdemann-coaching.de, haben Sie die Möglichkeit, sich zu registrieren. Ich scroll mal hier nach unten für die Videothek und auch für den Newsletter. Können Sie sich hier kostenfrei registrieren, dann können Sie auf die ganzen Videos von mir zugreifen. Jede Woche ein Wochenausblick auf die aktuellen Märkte und natürlich auch Lehrvideos, unter anderem auch zu dem Thema volatile Märkte. Das war es eigentlich von mir für dieses Mal. Bedanke mich auch fürs Zuhören, auch für die Einladung von FX Flat und CapTrader und freue mich jetzt schon auf die kommende Woche, wenn es wieder heißt, CFDs erfolgreich handeln.
Ja, vielen Dank, Mario. Und ja, von meiner Seite auch nochmal vielen Dank an Nelson. Ja, ich wünsche Ihnen ebenfalls noch einen schönen Abend. Viel Erfolg beim Trading. Und ja, ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.